Hendrik, du hast das Wild Wings Logo gegen den Bundesadler getauscht. Man sieht es auf deiner, wie immer, strammen Brust. Wie fühlt sich's an? Ja, fühlt sich gut an. Ja, das ist eine tolle Sache auf jeden Fall, ja. Man sieht es dir auch an deinem Lächeln an. Drei WM-Spiele, Ostrava, so ein bisschen ein Feeling dafür bekommen mittlerweile. Bevor wir vielleicht auch ein bisschen auf die sportliche Situation der Nationalmannschaft eingehen, bleiben wir mal bei dir. Wie waren die Wochen der Vorbereitung so und jetzt die ersten Tage vor Ort? Wie fühlt sich Eishockey-WM an? Das ist ganz neues Gefühl. Ich habe jetzt ja schon ein paar Jahre in Eishockey mitgemacht, aber das ist jetzt schon nochmal eine andere Hausnummer irgendwie. Es ist jeden Tag irgendwie was Neues, neue Erfahrungen, neue Informationen. Ja, also es ist echt cool, echt eine klasse Sache. Also macht auch riesen Spaß, ist aber auch anstrengend, muss man auch sagen. Ist viel zu tun, aber ja. Ist sehr cool. Die ersten Wochen mit der Vorbereitung. Ja, war natürlich viele neue Leute kennengelernt. Auch neue, die anderen Spieler von den anderen Vereinen so ein bisschen da mich drauf einstellen müssen, auch die Leute erstmal kennenzulernen, logischerweise. Das ist dann halt von Woche zu Woche auf jeden Fall besser geworden. Und ich denke, man hat dann auch gemeinsam Vertrauen aufgebaut. Und ja, jetzt versuchen wir so erfolgreich wie möglich hier bei der WM zu sein. Vertrauen aufbauen ist in deinem Job als Athletiktrainer, den hast du ja auch bei der Nationalmannschaft und bist natürlich vorwegzuschieben, sehr, sehr wichtig. Wie war das so die ersten Tage? Du hast schon angedeutet oder auch die ersten Wochen. Dauert das auch so ein bisschen, bis dann die Spieler so ein Stück weit auch ja, sich auf was Neues, auf dich, sage ich mal, jetzt als Athletiktrainer einlassen? Wie läuft das so ab? Kommen dann mehr Fragen oder ist eher eine Zurückhaltung zu Beginn da? Wie war das so mit den Jungs jetzt? Ja, es, wie du gerade gesagt hast, das ist schon, das auch von meiner Seite erstmal ein bisschen Zurückhaltung, gucken, wie die Spieler reagieren. Dann macht man die ersten gemeinsamen Trainingseinheiten, so die Pflichtaufgaben, das gemeinsame Aufwärmen, die ersten Krafttrainingseinheiten. Und dann kommen meistens schon von den Jungs so die ersten Fragen, wenn sie dann auch ein Wehwehchen hier haben, ein Wehwehchen da haben oder wenn sie Fragen zum Training haben oder wie sie was machen können. Und wenn man dann hoffentlich relativ kompetent antworten kann, dann kommen sie auch vermehrt und dann funktioniert das ganz gut. Aber es ist auf jeden Fall, am Anfang merkt man, dass ein bisschen Zurückhaltung, erstmal so ein bisschen gegenseitiges Beschnuppern vom Prinzip her und dann wird das immer besser, ja. Nimm uns so ein bisschen mit nach Ostrava. Wie ist deine Arbeit da? So kann man das, ich meine, du hast viele DEL-Spiele gelebt oder erlebt und mitgemacht, auch jetzt eine Playoff-Serie mit den Wild Wings in diesem Jahr. Wie ist deine Arbeit so vor Ort bei einer Eishockey-WM? Kann man das so ein bisschen mit einem Playoff-Rhythmus vergleichen? Die Spiele sind ja relativ ähnlich getaktet. Ist dein Fokus jetzt auch eher auf Spielvor- und Nachbereitung, eher im Bereich ja, der bestmöglichen Regeneration? Wir haben es schon ein paar Mal thematisiert, jetzt hier eine an der Fitness noch zuzulegen oder da strukturell was zu tun, ist wahrscheinlich ja auch nicht Sinn der Sache und auch nicht deine Aufgabe. Nee, also es geht wirklich um Regeneration, um Vorbereitung. Mit den Spielern, die jetzt vielleicht nicht spielen, da wird nochmal eine kleine zusätzliche Einheit gemacht, um die auf dem Level zu halten, dass sie jederzeit einspringen können. Die haben dann halt mal ein zusätzliches Fahrradprogramm oder ein zusätzliches Kraftprogramm. Ansonsten sind das wirklich hauptsächlich regenerative und vorbereitende Maßnahmen. Meistens kümmere ich mich ums. Wenn man an Nichtspieltagen ums gemeinsame Warm-up, um eine Aktivierung, dass die Jungs frisch aufs Eis gehen, und dann nach dem Training um das Cooldown, wobei das dann auch schon individuell ist, weil jeder da so seine anderen Bedürfnisse hat. Ich kümmere mich vor allen Dingen dann auch darum, dass die Jungs die Sachen zu sich nehmen, um schnell wieder regenerieren zu können, dass sie dann auch fürs Spiel ready sind. Ja, und wie gesagt, mit den Spielern, die dann nochmal eine zusätzliche Einheit brauchen. Ja, mit denen mache ich dann auch die entsprechenden Trainingsprogramme. Aber es ist noch mehr Playoffs als die Playoffs in der Liga, weil es ist noch enger getaktet, noch schneller alles. Auch das hier, wir sind jetzt seit einer Woche hier, das geht so schnell. Das ist ja, das ist schon Wahnsinn.
Verstehe, ja. Es geht Schlag auf Schlag. Bleibt da überhaupt dann Zeit, sich auch mal ein bisschen die Stadt anzuschauen, auch ein bisschen mehr zu sehen als nur Halle und Hotel? Gerne kannst du uns auch ein bisschen was zu Halle und Hotel erzählen, wie das so ist bei einer Eishockey-WM, ob man da auch andere Mannschaften dann sieht, andere Spieler, andere ja, Abläufe mal mitbekommt. Nimm uns mal so ein bisschen mit durch einen Streifzug Ostrava. Ja, Streifzug Ostrava. Ostrava ist eine osteuropäische Industriestadt, geprägt vom ehemaligen Kohleabbau und Weiterverarbeitung. So sieht es ja auch ungefähr aus. Die Innenstadt ist ganz, ganz okay, der zentrale Marktplatz, und da gibt es auch ein paar schöne Cafés und dann auch einen Fluss, der ganz, ganz schön Großteil der Stadt ist. Ja. Hat nicht so den super Charme, aber man kommt hier schon mal raus, und kann dann zumindest mal einen Kaffee trinken gehen oder einen Burger essen. Und ansonsten zum Laufen sehe ich halt ein bisschen was von der Stadt oder den nahegelegenen Park. Das Hotel ist ziemlich okay, 4-Sterne-Hotel. Das sind noch zwei andere Teams, die Letten und die Franzosen sind noch hier. Dann gibt es noch zwei weitere Hotels und da teilen sich dann die restlichen Mannschaften auf. Und die sind Genau. auch alle so ein bisschen in unmittelbarer Umgebung zur Arena oder ist dann noch mal ein Bustransfer mit dabei? Wie läuft es dann ab? Genau, also unser Hotel ist gute 10 bis 15 Minuten mit dem Bus von der Halle weg. Entweder es gibt einen Teambus, der fährt halt zu einer festgelegten Zeit, den bestellt unser Teammanager, der Horst, bestellt den, und dann, wenn man zeitiger oder andere Zeiten hat, weil ich dann zum Beispiel mit den Spielern nach dem Training, die noch da bleiben, noch ein bisschen länger bleiben, dann kann man Shuttle ordern und das fährt uns dann hin und her. Also das funktioniert wunderbar. Einmal haben sie mich bisher versetzt, aber ansonsten funktioniert das gut, ja. Heute ist ja kein Spieltag für euch nach den ersten drei Spielen. Heute frei, morgen geht es weiter gegen Lettland. Ich habe schon ein bisschen natürlich auch geguckt, was heute so los war bei euch. Medientag so ein bisschen, Mannschaftsfoto. Wir können es vielleicht auch einblenden kurz dann. Du warst einer der wenigen, die die Augen geschlossen hatte. Ich hoffe, es gab auch einen Schuss, bei dem du die offen hattest. Das lassen wir uns überraschen. Aber sicherlich ganz cool, mal so ein DEB-WM-Mannschaftsfoto mit Athletiktrainer Hendrik Kolbert. Ist sicherlich dann auch so ein Moment, wo man nochmal so richtig weiß, dass man jetzt dabei ist, oder? Ja, definitiv. Aber also ich muss sagen, du organisierst die Mannschaftsfotos schon nochmal gekonnt. Gibt es keine Laufzettel da zum Abhaken und so? Nee, da gibt es keine Laufzettel. Das war relativ. Ich habe dann schon gesagt, das war für 11:30 Uhr angesetzt und 11:22 Uhr haben sie angefangen, die Bänke aufzustellen. Ich habe gesagt, das wird nichts, das wird nichts, das wird nicht in der Zeit klappen. Und wir waren dann, glaube ich, auch erst 11:50 Uhr oder so, waren wir fertig mit dem Foto. Also organisatorisch bist du da vorne. Nee, Hast du Quatsch. mich jetzt für die nächste WM bei der IIHF nominiert? Vielen Dank. Hoffentlich sehen Sie das Interview oder unser Gespräch auch. Dann kommen wir drauf zurück. Nee, bleib mal wieder ein bisschen seriös, wobei unser Telefonat, unser Gespräch hier ja auch nicht alle ganz ernsten Themen befassen muss. Bleib mal aber dort, kommen wir mal so ein bisschen zur sportlichen Geschichte vor Ort. Drei Spiele, drei Punkte. Das erste Spiel gegen die Slowakei, die ja durchaus auch sehr, sehr gut besetzt sind mit ein paar richtig guten Jungs aus der NHL auch, habt ihr gewonnen. Dann jetzt 2-1 zu 6 in der Lagen gegen die USA und Schweden. Was habt ihr aus den Spielen so ein bisschen mitgenommen? Natürlich auch Harry. Wir kennen ihn ja beide ganz gut aus dem gemeinsamen Jahr hier in Schwenningen. Er ist ja schon auch jemand, der ziemlich klare Vorstellungen von dem hat, wie seine Mannschaft agieren soll. Wie viel habt ihr schon gezeigt oder hat die Mannschaft schon gezeigt? Und jetzt mit Blick auf vielleicht die vier Spiele, die jetzt gewonnen werden sollten, mit Blick aufs Viertelfinale, was sind so die Dinge, die er noch sehen will oder verbessert sehen will? Ja, wie du sagst, der Harry hat, glaube ich, eine ganz, ganz gute Idee, wie er Eishockey la spielen lassen will. Und ich glaube, das hat er gestern nach dem Spiel und heute der Mannschaft nochmal nahegelegt. Ich denke, im ersten Spiel haben wir deutlich mehr das Eishockey gespielt, was wir wollen. Letzten zwei Spiele haben wir das, denke ich, nicht so gut aufs Eis gebracht. Und wenn dann zwei Top-Teams wie USA und Schweden kommen, dann wird das schwer, da was mitzunehmen.
Von daher hoffe ich und ich gehe auch davon aus, dass das Trainerteam das entsprechend nochmal adressiert hat und wir morgen dann wieder etwas konsequenter auftreten werden. Ja, ich glaube, da haben auch viele, die das vor dem Bildschirm verfolgen, so wie ich jetzt auch, natürlich nochmal meinerseits, auch wenn wir Kollegen sind an der Stelle, fühlt sich nochmal ein bisschen, man ist nochmal ein bisschen mehr mit dabei, wenn du jetzt da mit vor Ort bist. Also es ist noch ein bisschen mehr mitfiebern als sonst. Und ich glaube, da kann man auch volles Vertrauen in euch da vor Ort haben. Ihr wisst sicherlich am allerbesten, was da jetzt zu tun ist. Klar ist auch, dass die WM dieses Jahr natürlich extrem gut besetzt ist auch und dass vielleicht diese Silbermedaille von der vergangenen WM ja da jetzt auch nicht, was die Erwartungshaltung betrifft, nicht wirklich hilfreich ist an der Stelle, weil natürlich, wenn man sich allein die Amerikaner, die US-Boys anschaut, letztes Jahr College-Truppe, dieses Jahr mit Johnny Hockey, mit Brady Tkachuk, wirklich auch richtig dicke Kaliber damit von der Partie sind. Das ist wahrscheinlich auch das, was ihr jetzt so mit vor Ort seht, dass das Niveau extrem gut ist dieses Jahr. Ja, es ist brutal schnelles Eishockey. Auch also jetzt von den Teams, die ich in unserer Gruppe schon gesehen habe, die können alle Eishockey spielen. Da braucht man sich keine Illusionen machen, die vielleicht jetzt technisch nicht ganz so auf dem super Niveau sind, wie jetzt die NHL durchbesetzten Mannschaften wie Schweden und USA. Aber auch die Polen, die rennen, die kämpfen. Erarbeiten sich ihre Chancen, die Kasachen, aber auch die Franzosen, die hatten wir in der Vorbereitung. Also die können alle Eishockey spielen und wir müssen schon, gehe ich von aus, an die letzten vier Spiele schon ans unser Limit gehen und um dann entsprechend auch Punkte mitzunehmen. Wie ist es für dich so? Was nimmst du dir so die nächsten Tage vor? Jetzt morgen Spiel, dann einen Tag frei, wieder dann Back-to-Back, glaube ich, Kasachstan, Polen, dann 2 Tage frei, letztes dann Vorrundenspiel gegen die Franzosen, dann hoffentlich der Umzug nach Prag, wenn ich richtig informiert bin, fürs Viertelfinale. Die sind dann alle in der Hauptstadt, in der tschechischen. Wie sehen so die nächsten Tage für dich persönlich aus? Läuft jetzt so ein bisschen die Maschinerie Hendrik Kolbert da, wie man es erkennt, wie ein Schweizer Uhrwerk, wollte ich fast schon sagen. Ist es jetzt so ein bisschen, dass du im Groove bist und jetzt im Grunde voll im Tunnel und einfach alles nach Plan abläuft? Ja, es ist schon, das ist jetzt, ich will nicht sagen, es ist Routine, aber es ist schon die Rahmendaten und die Rahmenabläufe sind schon abgesteckt. Meistens einen optionalen Skate vorm Spiel. Für die Spieler, die nicht aufs Eis gehen, mit denen arbeite ich ein bisschen. Dann komme ich 3, 3,5 Stunden vor Spiel in die Halle, bereite meine Sachen vor, dass die Jungs schon alles parat haben, wenn sie dann zum Spiel kommen. Und ja, dann geht es hoch zum Videocut. Dort bin ich mit dem Harry Lange und dem Silo Martinovic, machen wir diese Challenge da oben und kontrollieren die Videobilder. Ja, und das ist auch sehr anstrengend und sehr, sehr spannend und auch vor allen Dingen wichtig. Von daher ist auch volle Konzentration gefragt. Und dann nach dem Spiel wieder Nachbereitung mit den Jungs, ab ins Hotel, essen, regenerieren und am nächsten Tag geht es dann weiter, entweder mit Training oder mit dem nächsten Spiel. Hätte mich auch gewundert, wenn es bei einem Job bei dir geblieben wäre, also nur Athletiktrainer war, irgendwie zu erwarten, dass du da noch in anderer Funktion wichtige Aufgaben übernimmst. Wir auf alle Fälle natürlich mit der deutschen Brille wünschen wir euch 3 da ein glückliches Händchen. Hat man ja schon gegen die Slowakei gesehen, dass da auch mitunter spielentscheidende Situationen von euch da oben mit kontrolliert, überwacht und dann auch an die Bande zu den Coaches durchgegeben werden müssen. Hoffentlich immer mit dem positiven Effekt dann für die Nationalmannschaft, natürlich für das DEB-Team. Was ist bisher so dein Highlight bei der Eishockey-Weltmeisterschaft? Hast du irgendwas, wo du sagst, wow, das hat dich jetzt super geflasht, super überrascht, war super, super beeindruckend? Oder ist dann doch irgendwie ja zu viel aktuell los, um das schon so ein bisschen sortieren zu können? Ja, das Gesamtevent irgendwie, wenn man durch die Stadt fährt und dann kommt man vor die Halle, da ist dann die Halle großräumig abgesperrt und überall Security und aber auch die Schilder Heart of the Game und dann kommt man in die Halle, dann geht die Einlaufshow los oder überhaupt die Vorprogrammshow.
Dieses ganze Flair, das ist, und dann, man läuft durch den Gang hinten zum Gym, das ist in einer Athletikhalle groß aufgebaut, dann sind die anderen Mannschaften, da läuft man vorbei und einfach dieses Gesamtgefühl ist irgendwie eine coole Sache. Ja. Also, dann kann man sich das so vorstellen, dass du praktisch live bei einem riesen Sportereignis, bei einem internationalen, jetzt sozusagen, ja, inside the rope sozusagen, was man sich vielleicht als Sportfan immer mal so wünscht, erlebst du gerade und das muss ziemlich beeindruckend sein. Das kann ich mir auch nur gedanklich als ziemlich cool vorstellen. Ja, so kann man sich das vorstellen. Wenn man halt im Fernsehen das Event sieht, sieht man das immer von außen. Und ich habe jetzt das Glück und auch die Ehre, dass ich mir das quasi von innen mit anschauen und auch mitwirken darf. Das ist schon eine coole Geschichte. Nationalhymne, Frage an dich, singst du mit? Wie läuft Selbstverständlich. es bei dir ab? Textsicherheit ist bei dir auch natürlich mit deiner Bundeswehr-Vergangenheit kein Thema. Du brauchst den Text nicht eingeblendet auf dem Videowürfel, wie man es ja oft beim Fußball sieht. Sehr gut. Dann haben wir die Frage, die sehr wichtige Frage natürlich auch gestellt. Die kommenden Tage, Ostrava, willst du noch mal was anschauen? Noch mal den Burger essen oder wie sehen da so Off-Ice-mäßig? Gibt es noch irgendwas, was du noch nicht gesehen hast, was zu sehen wäre? Also ich gehe auf jeden Fall nochmal in die Stadt, schaue nochmal, ob ich noch was Neues finde, und nochmal vielleicht ein gutes Lokal für ein leckeres Essen. Ja, also ist schon auf jeden Fall noch geplant jetzt. Bist du da so dann als Einzelgänger unterwegs oder hast du da aus dem Staff noch andere, die dann mit dir auch sich so ein bisschen dir anschließen? Ja, ich schließe mich dann eher den anderen an, aber ja, wir gehen da schon zusammen unterwegs. Das erste Mal war ich mit dem Silo Martinovic in der Stadt. Da kamen noch ein paar andere dann dazu. Man trifft sich dann halt, ja, also das machen wir schon zusammen, das mache ich nicht alleine. Außer laufen gehe ich alleine. Da will ich meine Ruhe. Silo kennen wir ja auch von der Tribüne in Augsburg, auch ein sehr, sehr emotionaler Typ, ähnlich wie du. Wenn jetzt da die nächsten Spiele hoffentlich erfolgreich ablaufen, ist da bei euch bestimmt beim Videos Scouting auch eine gute Stimmung, kann ich mir vorstellen. Ja, wir freuen uns natürlich, wenn wir Tore schießen. Aber grundsätzlich heißt es bei dem Turnier auch schon ein bisschen positiv bleiben, aber Emotionen kontrollieren. Weil hier ist ein Sieg halt auch noch nichts. Man muss halt schon gucken, dass Stimmt, man ja. jetzt aus der Ja. Vorrunde die entscheidenden und wichtigen Siege noch mitnimmt. Deswegen darf man nach einem Sieg nicht zu hoch fliegen, aber auch nach einer Niederlage entsprechend nicht zu depressiv werden. Von daher heißt schon irgendwo Emotionen kontrollieren, aber wenn wir ein Tor schießen, dann klatschen wir uns schon entsprechend ab. Ja, ich meine, es wären jetzt einige Euro in das imaginäre Phrasenschwein gewesen, das wir hier nicht mit von der Partie haben. Aber ich finde ein schönes Schlusswort. Schön und toll, dass du die Wild Wings in dieser Form mal bei einer Eishockey-Weltmeisterschaft repräsentierst, nicht auf dem Eis, aber dafür mit vielen Informationen und Insights drumherum, die du jetzt dankenswerterweise mit uns und mit den Fans oder unserer Community geteilt hast. Die Daumen, wie gesagt, sind meinerseits extrem gedrückt. Und ich wünsche dir, vor allem dir, aber natürlich auch der Mannschaft, gutes Gelingen, dass die Jungs fit sind. Gestern habe ich mal gegen die Schweden, hatten wir ja, glaube ich, einen Wechsel mit über 2 Minuten. Da haben die ganz schön gepfiffen aus dem letzten Loch. Aber war ein gutes Zeichen für dich, dass zumindest körperlich jetzt, sage ich mal, das Niveau so ist, wie es auch gebraucht wird von einem erfolgreichen Turnier. Ja, das ist definitiv. Gestern hatten wir ein paar längere Wechsel, aber das war nicht unser Problem, die Fitness, glaube ich. Nein, das glaube ich, würde jeder unterschreiben. Am gestrigen Abend war das sicherlich nicht das Entscheidende. So, dann Blick voraus: Lettland morgen, wir haben es angesprochen, Tagpause, dann Kasachstan, Polen, back to back und 2 Tage Pause, dann Frankreich. Hendrik, alle Daumen gedrückt von unserer Seite hier. Ich Glaube ich. glaube, die Wild Wings Community ist wie immer auch voll hinter dir und dann hoffen wir, dass ja, am Ende der Vorrunde der Einzug ins Viertelfinale darstellt und du die Reise nach Prag weiter antreten kannst. Und dann werden wir uns sicherlich in irgendeiner Form nochmal austauschen, weil, wie gesagt, überragende Einblicke von dir hinter die Kulissen hat mich sehr gefreut. Weiterhin nur das Beste für die WM. Alles klar, danke, danke und ja, danke fürs Daumen drücken. Nichts lieber als das.